Unser Ziel heute ist Zitail, die höchstgelegene Wallfahrtskirche von Europa. Wir fahren mit dem Mountainbike dort hin. Offiziell ist das die Biketour Nummer 650, Zitail Bike. Im Internet steht, dass das anspruchsvoll, kräftezehrend und fahrtechnisch schwierig sei. Aber schauen wir uns das selber mal an. Gestartet sind wir im Dorf Salouf oberhalb von Savonin. Die ersten paar Kilometer geht es auf einer Alpstrasse zum Maiensees von Munter. Je höher wir kommen, desto imposanter wird das gewaltige Massiv vom Piz Teusa vor uns. Wir haben jetzt bei Munter schon 700 Höhenmeter vom Aufstieg hinter uns. Zum Glück hat es dort einen Brunnen, wo man den Wasservorrat wieder auffüllen kann. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil vom Aufstieg, mit den nächsten 500 Höhenmeter. Die sind aber deutlich mühsamer als voran, weil der Weg ab jetzt nicht mehr deren ist. Die Steigung ist jetzt auch nicht mehr gleichmäßig. Es gibt immer wieder flache Abschnitte und zwischen denen dann heftige Steigungen und das x-mal hintereinander. Zum Glück hat es noch ein paar Schneefelder gehabt. Eine gute Ausrede, das Bike zwischendurch wieder ein paar Meter schieben zu können. Irgendwann sieht man aber das Killen und mit dem Schlusssee vor habe ich dann tatsächlich den höchsten Punkt der Tour geschafft. Killen ist leider noch zu. Es geht also gerade los auf die grosse Trailabfahrt aber nach Salouf. Okay, Abfahrt von Zitail. Thank you.
Der erste Teil der Abfahrt ist noch ziemlich gut gegangen. Zuerst war es ein bisschen holprig, aber dann konnte man zügig durchfahren können. Jetzt müssen wir rüber zu dem Maiensees, dann die Straße überqueren und dann geht es gerade weiter auf dem Trail. So, schon ein ziemliches Stück von der Abfahrt hinter mir. Da von da oben alles runtergefahren. Da. Die zweite Hälfte vom Trail wird jetzt viel komplizierter als der erste Teil. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter und melde mich wieder, wenn wir unten in Salufa kommen.
Mein Fazit von dieser Tour. Der Aufstieg war im ersten Teil schön gleichmässig. Im zweiten Teil ab Munter habe ich es konditionell aber sehr anstrengend gefunden. Die Aussicht oben bei den Kirchen von Zitail ist genial. Den ersten Teil von der Abfahrt im offenen Gelände bis zum Maiensees habe ich am schönsten gefunden. Der zweite Teil weiter unten im Wald hat viele schöne Trailabschnitte gehabt. Der ganze Rhythmus ist mit den Schiebepassagen und Abzweigungen und Forstwegen aber schon ein bisschen ungleichmässig gewesen. Trotzdem, es hat sich absolut gelohnt, das zu machen. Und damit wären wir wieder in Saluf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.